Wir stehen vor Morrigan und Morrigan möchte uns zu ihrer Mutter bringen, denn sie hat die Verträge unserer Begierde oder so. Ich sage, wir gehen mit ihr. She'll put us all in the pot, she will. Just you watch. If the pot's warmer than this forest, it'll be a nice change. Follow me then, if it pleases you. Greetings, Mother. I bring before you four Grey Wardens who... I see them, girl. Much as I expected. Are we supposed to believe you were expecting us? You are required to do nothing, least of all believe. Shut one's eyes tight or open one's arms wide. Either way, one's a fool. She's a witch, I tell you. We shouldn't be talking to her. Quiet, Dareth. If she's really a witch, do you want to make her mad? There is a smart lad. Sadly irrelevant to the larger scheme of things, but it is not I who decides. Believe what you will. And what of you? Does your elven mind give you a different viewpoint? What do you believe? Wie sie mich dann immer noch mal direkt fragen. Bisher hat sie gar nichts Fieses getan, also ist das hier irgendwie eine ziemlich haltlose Unterstellung. Ich bin keine Närrin, wenn ihr das meint. Oh, if you must protest so quickly, perhaps I need not ask. So much about you is uncertain, and yet I believe. Do I? Why, it seems I do. So this is a dreaded Witch of the Wilds. Witch of the Wilds, huh? Morrigan must have told you that. She fancies such tales, though she would never admit it. Oh, how she dances under the moon. They did not come to listen to your wild tales, Mother. True. They came for their treaties, yes? And before you begin barking, your precious seal wore off long ago. I have protected these. You... Oh, you protected them. And why not? Take them to your Grey Wardens and tell them this Blight's threat is greater than they realize. Warum? Und warum ist die Verderb... Also warum hat sie... Erstmal, warum hat sie die Treaties, also die Verträge geholt? Hatte sie wirklich nur Angst oder Sorge, dass jemand anderes sie holt? Woher wusste sie davon? Ist auch so eine Frage. Und warum gibt sie uns jetzt so bereitwillig? Wir haben nicht wirklich bewiesen, dass wir Wächter sind. Also, was soll das heißen? Die Bedrohung ist größer, als sie glauben. Either the threat is more, or they realize less. Or perhaps the threat is nothing. Or perhaps they realize nothing. Nun. Oh, do not mind me. You have what you came for. Time for you to go, then. Do not be ridiculous, girl. These are your guests. Oh, very well. I will show you out of the woods. Follow me. Sie ist total begeistert. Merkt das schon. So, wir sind raus aus der Kokari-Wildnis und gehen direkt wieder rein. Sehr atmosphärisch, ich weiß, aber wir sind noch nicht ganz fertig. Wir möchten nämlich diesen kleinen Arm hier noch kurz erkunden. Und die liebe Morrigan hat uns aus dem Wald rausgeführt, was sehr nett von ihr ist. Bam, 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 bam. Okay, hier war nur noch eine Elfenwurzel. Gut, dass wir nicht den ganzen Weg zurückgelaufen sind, um diese Elfenwurzel einzusammeln. Manchmal bin ich doch ein bisschen klüger, als ich aussehe. Denn das habe ich nämlich schon geahnt. So. Es geht zurück ins Lager. Wir haben alles gesammelt, soweit ich das sehe. Ich gucke noch mal kurz ins Questlog, aber ich meine, wir haben alles erledigt und wir haben sogar noch neue Quests gefunden. Ist auch sowas, was ich manchmal vermisse bei heutigen Spielen, wenn Quests so ein bisschen versteckt sind. So,
Wegzeichen der Jacinth. Haben wir abgeschlossen. Der Missionar haben wir nicht abgeschlossen. Stimmt. Nur wir kriegen ja die Truhe nicht auf. Gleich mal, ne? Finde die Schatulle. Die beiden Sachen würde ich schon gerne noch abschließen, tatsächlich. Bevor es weitergeht. Das haben wir fertig. Das haben wir fertig. Und das haben wir fertig. Nur die beiden Sachen nicht. Ich bin mir halt nicht sicher, ob wir... Also wir haben ja die Leiche von Jogby gefunden. Und da war eine Truhe und die war verschlossen. Nee, das war Rigby. Ja, dann können wir die Schatulle auf jeden Fall noch finden. Ich guck noch mal kurz nach. Wir gucken noch mal nach. Und zwar... Im Codex, was haben wir denn hier? Charaktere. Morgan, Hexe der Wildnis. Alles nur wilde Fantasien und Legenden, könnt ihr nicht selber denken. Morgan erzählt nur wenig von sich. Sie leugnet nicht, eine Hexe der Wildnis zu sein, aber darüber hinaus bleibt alles über sie selbst ungeklärt. So, Notizen war es nicht. Es war questbezogen. Geh weg. So. So. Suche nach einem Baum, der an der Ruine eines Gebäudes steht, lehnt. Gehe unter einer ungestürzten Baumbrücke hindurch. Das müsste die sein, wo auch die Leichen dran hingen, oder? Die Leichen. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Bam 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 bam. Da ist der Baum. Da ist der Baum. Da ist Simmer dran vorbei. Und da ist auch schon der umgestürzte Baum, unter dem wir hindurchgehen sollen. Look there. Poor slobs. That just seems so excessive. Nun. So, und was steht denn noch im Codex-Eintrag? Geh an einem versunkenen Turm zur Rechten vorbei. Halte Ausschau nach der Ruine eines hohen Rundbogens und einem moosbewachsenen Stein. Da ist der Turm. Da ist der Rundbogen. Aber wo ist der Stein? Geh einen Weg aus Wurzeln und Steinen entlang. Okay. Wo ist der moosbewachsene Stein? Den habe ich noch nicht gefunden. Da? Geh einen Weg aus Wurzeln entlang. Könnte der das hier sein? Ich meine, an zwei Statuen sind wir ja schon mal vorbei, ne? Da waren wir doch auch schon, oder? Ich weiß es nicht. Nur wenn das die beiden Statuen sind, die wir gefunden hatten, dann weiß ich nicht, wo dazwischen eine Truhe stehen soll. Hier waren wir auf jeden Fall schon. Ach, verstecktes Lager, Tatsache. It is begun. Du durchwühlst den Schutt und findest Rigbys Geheimversteck. Darin liegt eine mit Wachs versiegelte eiserne Schatulle. Die Schatulle nehmen und zu Jetta bringen. So. Jetta befindet sich in Red Cliff.
Okay, jetzt noch der Missionar. Leichnam gefunden, Brief bei sich, Witness beschrieb. Brief an Joppy. Ja gut, also im Prinzip ist das doch die gleiche Quest, oder? Oder ist es das, ist die andere Quest gewesen wahrscheinlich? Verwirrt. Ich bin verwirrt zutiefst. Das haben wir gemacht. So, das Testament. Ist irgendwie nicht der richtige. Also wir sind ja keine, wir haben ja keine Truhe gefunden, keine beiden Statuen gefunden und auch keine Truhe. Wir gehen mal zurück zu dem moosbewachsenen Stein. So, hier war der Turm. Hier sind mehrere von diesen Steinen. Aber was ist jetzt mit dem Weg aus Wurzeln gemeint? Meine, hier ist der Turm zur Rechten. Wir lesen nochmal. Der Turm zur Rechten. Halte Ausschau nach der Ruine eines hohen Rundbogens und einem moosbewachsenen Stein. Das ist doch ein hoher Rundbogen hier. Aber wo ist der moosbewachsene Stein? Ist das der hier wirklich oder? Verstehe es nicht. So, und dann soll man. Geh einen Weg aus Wurzeln und Steinen entlang. Such nach zwei großen Statuen. Das da? Nein. Doch alles verwirrend. Sehr, sehr verwirrend. Ich glaube, ich. Oder? Das ist aber ein Spitzbogen hier. Das ist kein Rundbogen. Und eine Brücke wird auch nicht erwähnt. Ich guck mal kurz nach und dann sehen wir uns gleich wieder. Hallo, da bin ich wieder. Wir waren richtig hier an diesem Stein und an diesem großen Rundbogen. Und hier ist der Weg. Wow. Okay, Wölfe. It shall be done. Na, nee, lieber nicht. Wölferwolf. Very well. Wir gehen mal ein bisschen zurück. Alles da kann ruhig vorgehen. As you say. Oh, wie viele sind das denn? Mit Alpha Wolf auch noch. It is begun. Don't say I didn't warn you. Nächster Wolf. Und Alistair kriegt schon wieder aufs Fressbrett. Schlimm mit dem Mann. Das Gefühl, dass das immer krittet, nachdem wir Blitz benutzt haben. Kann das sein? Huh.
I shall do it. Die Gelben sind echt böse, die gelben Gegner. Die halten echt viel aus. Und teilen auch ganz schön viel aus. Und da ist es. Da ist es. Very well. Puh, okay. Ein Brief. Flachklinge der Chesinth aus Graueisen. Aber leider zweihändig. Abschiedsbrief an Jogby. Mein lieber Sohn Jogby, ich fürchte, das wird mein letzter Brief an dich sein. Ich hatte Schwierigkeiten, die Chesinth zu finden, um ihnen das Wort des Erbauers zu bringen. Ich fand nur Beweise ihres Aufbruchs. Sie scheinen die Gegend in großer Eile verlassen zu haben, vermutlich auf der Flucht vor sogenannter dunkler Brut, die sich angeblich in der Wildnis in wachsender Zahl sammelt. Ich habe dir eine Waffe zurückgelassen und alles andere, was ich entbehren kann, mein Sohn. Ich werde dir nach dir suchen, sobald ich einen sicheren Platz gefunden habe. Hoffentlich bleibst du unversehrt. Mit etwas Glück treffen wir uns wieder. Wenn du deine Mutter siehst, sag ihr, dass ich sie liebe und kümmere dich um deine Familie. Dein dich liebender Vater Rigby. Oh. So, Mutter ist jetzt auch glücklich, denn wir haben alle Quests erledigt. Jetzt geht es eigentlich nur wieder zurück ins Lager. Das ist ein ganz schön weiter Weg. Und deswegen würde ich sagen, mache ich hier einen kleinen Cut und wir sehen uns im Lager wieder. Wir sind wieder im Wächterlager in Ostagar und es geht zurück zu dem guten Duncan. Aber zuerst gucken wir mal, was mit dem Hundi ist. Der Mabari ist stabil für jetzt, aber nicht improving. Unless I get that herb I told you about, there's not much hope. Ist das die Blume, nach der ihr sucht? Let me see. Yeah, that's exactly it. Wonderful. Give me a moment and I'll make this into an ointment. He looks better already. I'm sure he'd thank you himself if he could. Ich bevorzuge eine Bezahlung als Dank. Komm. Payment? Isn't it worth something to save a valiant hound's life? Für den Hund vielleicht. Nun, wenn er wirklich überlebt. Let's give him a day or two to recover. Why not come back after the battle? Perhaps we can see about imprinting him on you. Haltet ihr das für möglich? Maybe. It's likely he understands you're responsible for curing him. Mabari are at least as smart as your average tax collector. Come back after the battle and just... or take another look. Yay. So viel dazu. Und ich glaube, das war's auch schon an Aufgaben. Genau, das müssen wir eben nach Redcliffe bringen. Und sonst... sind das die beiden Aufgaben, die wir bei Duncan abgeben müssen. Duncan wird sich bedanken. So, you return from the wilds. Have you been successful? Ja. Good. I've had the Circle Mages preparing. With the blood you've retrieved, we can begin the joining immediately. Vielleicht sollten wir dir von Morrigan und ihrer Mutter erzählen. There was a woman at the tower, and her mother had the scrolls. They were both very... odd. Were they wilder folk? I don't think so. They might be apostates. Mages hiding from the Chantry. I know you were once a Templar, Alistair, but Chantry business is not ours. We have the scrolls. Let us focus on the joining. Okay. Erzählst du uns jetzt, worum es bei dem Ritual geht? I will not lie. We Grey Wardens pay a heavy price to become what we are. Fate may decree that you pay your price now, rather than later. Puh. Ich bin so weit gekommen, ich will es zu Ende bringen. I agree. Let's have it done. Then let us begin. Alistair, take them to the old temple. The more I hear about this joining, the less I like it. Are you blubbering again? Why all these damn tests? Have I not earned my place? Maybe it's tradition. Maybe they're just trying to annoy you.
Beruhigt euch, wir können jetzt nichts daran ändern. I only know that my wife is in Hyava with a child on the way. If they had warned me, it just doesn't seem fair. Would you have come if they'd warned you? Maybe that's why they don't. The wardens do what they must, right? Including sacrificing us? I'd sacrifice a lot more if I knew it would end the blight. Tja, gutes Argument. You saw those darkspawns tonight. Wouldn't you die to protect your pretty wife from them? I am. Maybe you'll die. Maybe we'll all die. If nobody stops the darkspawn, we'll die for sure. I've just never faced a foe I could not engage with my blade. At last, we come to the joining. The Grey Wardens were founded during the First Blight, when humanity stood on the verge of annihilation. So it was that the first Grey Wardens drank of darkspawn blood and mastered their taint. We're going to drink the blood of those creatures. As the first Grey Wardens did before us, as we did before you. This is the source of our power and our victory. Those who survive the joining become immune to the taint. We can sense it in the darkspawn and use it to slay the archdemon. Und wenn wir nicht sicher sind, ob wir das wollen? Since the beginning, the Grey Wardens have been charged with finding those who are strong enough to attempt the joining and recruiting them into our ranks for the good of all. Not all who drink the blood will survive, and those who do are forever changed. This is why the joining is a secret. It is the price we pay. We speak only a few words prior to the joining, but these words have been said since the first. Alistair, if you would. Join us, brothers and sisters. Join us in the shadows where we stand vigilant. Join us as we carry the duty that cannot be forsworn. And should you perish, know that your sacrifice will not be forgotten. And that one day, we shall join you. Davith, step forward. Ein riesiger Kelch. Steckt seinen Kopf da rein. Make us breath. I am sorry, Davith. Step forward, Jory. But I have a wife, a child. There is Had no I known. Turning back. No, you ask too much. There is no glory in this. I am sorry. But the joining is not yet complete. You are called upon to submit yourself to the taint for the greater good. From this moment forth, you are a Grey Warden. Tod spielt zu Ende. It is finished. Welcome. Two more deaths. In my joining, only one of us died, but it was horrible. I'm glad at least one of you made it through. How do you feel? Ich
Ich kann immer noch nicht glauben, dass du Sir Jory erschlagen hast. Jory was warned that there was no turning back, as were you all. When he went for his blade, however, he left me no choice. It brought me no pleasure to end his life. The Blight demands sacrifices from us all. Thankfully, you stand here as proof they are not all made in vain. Did you have dreams? I had terrible dreams after my joining. Such dreams come when you begin to sense the Darkspawn, as we all do. That and many other things can be explained in the months to come. Before I forget, there is one last part to your joining. We take some of that blood and put it in a pendant. Something to remind us of those who didn't make it this far. Take some time. When you're ready, I'd like you to accompany me to a meeting with the King. Was ist das für ein Treffen? The King is discussing strategy for the upcoming battle. I am not sure why he has requested your presence. The meeting is to the west, down the stairs. Please attend as soon as you're able. Und jetzt lassen Sie mich einfach da stehen. So, was haben wir bekommen? Ja, war auf jeden Fall eine sehr krasse Szene. Als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, dachte ich halt, okay, jetzt war's das, jetzt sterbe ich. Und ich weiß nicht, das ist einfach eine Atmosphäre, die einen an die Wand drückt. Also das ist unglaublich bedrückend und unglaublich genial gemacht. Dieses ganze Spiel ist so düster und hoffnungslos. Ich liebe es. Ich liebe es einfach. So, Alistair hat irgendwas von einem Amulett gesprochen. Zwei Konstitutionen. Nun, ist jetzt nicht so das Beste, was man kriegen kann. Oh Gott, wir müssen auf jeden Fall jede Menge Zeug verkaufen. Stab der dunklen Brut. 5 Geistschaden. Macht auf jeden Fall mehr Schaden. Ist aber so von den Werten her nicht wirklich besser, ne? Nun. Aufsteigen übrigens. Jetzt muss ich kurz gucken. Nötig Level 7. Also diese ganzen Sachen brauchen halt... Todessog möchte ich auf jeden Fall sehr schnell lernen. Benötigt 20 Magie. Okay, das kriegen wir. 25. Wir sollten also, um an die höheren Ränge zu kommen, auf Magie gehen. Und da wir dann ja auch Todessog haben... Wir können einen Punkt auch noch in Willenskraft stecken oder in Konstitution. Machen wir mal Willenskraft. Und dann können wir beim nächsten Level die 25 Magie erreichen. Das ist super. So, wir lernen Todessog. Und können ab jetzt... von Leichen Mana kriegen. So, warum ist da jetzt immer noch ein Plus? Habe ich irgendwas übersehen? Oh, wir können noch einen Zauber lernen. Okay, das wusste ich nicht. Was auch sehr praktisch ist... Moment, wo ist es? Nein, das ist es nicht. Ich suche gerade eine Fähigkeit, die ziemlich praktisch ist, aber ich finde sie gerade nicht. Bei Hervorrufen, glaube ich. Nee. Ich finde es nicht wieder. Nun. Versteinerung. Cool.
Was wir auf jeden Fall mal gut gebrauchen könnten, wäre irgendwas, was Flächenschaden macht. Rostwaffen. Ich glaube, dafür haben wir noch nicht genug Mana für so einen Effekt, den wir aufrechterhalten müssen. Massenlähmung klingt auch sehr praktisch. Gar nicht so einfach tatsächlich. Ich suche gerade etwas, Wachalbtraum. Boah, das klingt alles echt cool. Tja, was nehmen wir denn mal? Ich glaube, ich überlege mir das nach der Pause, in der Pause. Und jetzt machen wir erstmal an der Stelle Feierabend mit dieser Folge. Bis dahin, ciao.